Hallo und herzlich willkommen zu Ach so, ich höre das ab hier. Oh, das will ich nicht unbedingt so unterstreichen. So. Ich finde diesen Sandstein sehr schön gelungen. So, wie dem auch sei. Das ist so ein bisschen hier. Ja, das ist dieses Abwechseln von Action-Szenen und ruhigeren Stellen. Das finde ich so schön. Ich würde das nicht mögen, wenn meinetwegen die Gegner immer respawnen würden. Man würde also ja das ganze Spiel über durch Gegnerwellen warten. Da wäre ich kein Fan von. Wenn man quasi bis zum Ende des Spiels permanent unter Druck stehen würde. Ach, das war ja das, wo ich die Ghosts gefunden habe. Gehen Sie mal wieder zurück. Das finde ich übrigens auch sehr schön, dass man diese Stellen finden kann, wo man durchbricht. Sind das Vampire? Sollten wir nicht los? Nein, wir sollten nicht los. Ich muss mir das alles angucken hier, die Tempelruine etc. Das ist hier, die sind hier nicht hier, um zu kämpfen. Die sind hier, um eine Sightseeing-Tour zu machen. Das ist hier quasi... Das wird sich am Ende des Spiels, wird sich das rausstellen, dass das alles hier ein Entspannungsausdruck von denen war. Hinterher liegen die sich lachend in den Armen und sagen, Mann, hat das alles Spaß gemacht. Der beste Urlaub seit Jahren. Master Chief liegt auch vom Lachen auf dem Boden. Ja, da ist fantastisch dieser Urlaub gewesen. St. Helios, das Lieblingsausflugsziel aller Kämpfer. Also, eigentlich könnte ich wirklich weiter. Eine Granate sollte sie rausjagen. Das war ein kluger Spruch. Eine Granate sollte sie rausjagen. Die haben mir abgeschillt, haben die Karten gespielt. Ich schmeiße eine Granate zwischen, die loben mich auch noch dafür. Kann doch nicht sein. Ach, hier war die Stelle, wo ich die Granatwerfer bekommen habe. So, zack, jetzt sollte ich mal langsam hier. Das sind immer noch welche? Ja, gut, ich. Vielleicht ist das ja der das Audio-Log gemacht hat. Oh, was ist das denn hier Schönes? Da will ich jetzt auch hin. Das ist nichts. Ach, das ist ja. Ich dachte, da oben könnte ich auch hin. Ich spiele einfach zu viele Rollenspiele. Soll heißen. Ich meine immer, ich könnte zu viele Stellen erreichen. Oh, das war super. Das muss ich gleich nochmal machen. So gut war das. So. So ist mein Ziel jetzt. Achso, da. Na gut, natürlich in die umgekehrte Richtung. Was ist das denn hier Schönes? Da hinten muss ich hin, okay. So, dann muss ich wohl da vorbei. Das hätte ich mir schenken können mit dem. Ich
gewusst hätte, dass ich da sofort dran vorbeikomme. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste hier durch. Wahrscheinlich war es das Ziel, hier durch dieses Tor durchzugehen. Was aber nicht möglich gewesen wäre, weil da, das erinnert mich aber sehr an Half-Life 2. Diesen Energiekern oder was auch immer das ist, das sieht auch gut aus. Du hast die Finger. Mhm. Sehr schön. Diese Energieteile hier, die Schilde quasi, die Schilde mit Strom versorgen. Das gab es ja in Half-Life 2 auch. Da musste man auch, um weiterzukommen, musste man die Energiequelle ausschalten. War aber luschig. Hat aber trotzdem gereicht. Da hätte man eigentlich nur hier vorbei durchbrechen müssen. Dann hätte man denen eine lange Nase zeigen können, weil die gar nicht da durchgekommen wären durch das Schild. Das wäre es dann gewesen, hätten wir, ja, wäre, hätte, wenn und aber. Ich gehe in den Tempel. Den Männern und Familien aus Harris. Sag es. Commander Palmer, ist das wirklich der richtige Weg? Einzige Weg dadurch. Vielleicht gibt es ja ein verstecktes Schloss oder sowas. Wow! Das kommt jetzt überraschend. Verlassen Sie den Tempel. What the heck? Cool. Da oben. Papyrus, auf dem Vorsprung. Und wir kommen wieder hoch? Keine Treppe. Vielleicht können wir hochklettern. Seht an den Seiten nach. Denn hier? So, und hiermit, das wäre aber ein sehr kurzes Video, wenn ich das kann natürlich auch sein, dass ich damit hier jetzt eine Sequenz auslöse und damit der Level hier beendet ist. Das erinnert mich ein klein wenig von der Art her an einen Level, den wir schon mal hatten. Da sind die in so einen runden Raum, einen metallischen Raum reingekommen. Nicht so groß wie hier. Und da musste der auch über zwei Vorsprünge dahin und dann einfach nur den Himmel. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, man müsste ein Rätsel lösen. Das muss es sein. Irgendwas tut sich. Irgendwas wird sich hier tun. Funktioniert, Dr. Halseys Koordinaten sind hinter der Tür. Los, tarnen sich die Affen. Andere Waffe. Wenn das Video die passende Länge hat, dann werde ich für heute mal aufhören. Alleine dieses Teil. Der Geschwader, der zieht sich zurück, nicht nachlassen. Sieht nicht wie ein Rückzug aus. Helfen wir, die Sache zu beenden. Lock, schnapp den Entfalter und flieg los. Gebieter, Nähern und sind Blutsväter für Tats. Ausgezeichnet. Nehmen Sie die Allianz unter Beschuss Spartans. Wer hat was, Spartans? Aber wie sieht Ihr Plan aus? Der Kraken ist zu stark gepanzert. Wir müssen also rein und den Generator zerstören. Dann kümmern Sie sich drum. Ja, das wird nicht mal möglich sein. Ne, ich beende hiermit mal das Video und sag dann mal bis zum nächsten Mal.
dieser Fallstudie. Sieht nicht wie ein Rückzug aus. Das sieht auch wie ein Speicherpunkt aus. Lock, schnapp den Fallteil und zieh los. Ich will mich jetzt auch nicht zwingen, das zu spielen. Was steht da? Handyspeicher drin. Ja, ist auch egal. Ist ja eh jetzt beendet. Das Video. Das passt ja. Der Speicher ist gering. Ich sag mal, ich verabschiede mich mal bis zum nächsten Mal. Hoffe, die Videos haben ein bisschen gefallen, dass man ein bisschen mal sieht, wie, obwohl es, ja egal, dass man ein bisschen mal sieht, wie Halo 5 der Singleplayer ist. Wie gesagt, es ist kein Let's Play. Das ist einfach, ich zocke ein bisschen Halo 5 und nehme ein bisschen nebenbei auf. Wie sich das gehört, natürlich, mit der Kamera vom Bildschirm abgefilmt. Der eigene Style hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach ja, Daumen hoch und Abo und hast du nicht gesehen und Pilze schmecken lecker und tschüss.